Hallo Masters-Fans, liebe Fans der Sammlerkunst, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Giganten-Fantum. Ja, draußen ist es so richtig kalt und ich sitze hier bei einer Tasse Kaffee aus meiner neuen Moto-Tasse. Ja, diese hat mir ja, das habe ich euch ja gezeigt, der Jürgen aus Gelsenkirchen zukommen lassen. Nochmals Dankeschön für diese tolle Tasse mit all den Helden von Eternia. Ja. Mega cool. Prost auf uns. Ach, denn heute möchte ich euch wieder eine tolle Figur aus der Masterverse-Reihe vorstellen. Aber bevor ich dazu komme, zeige ich euch mal etwas. Denn ich bekomme ja jetzt mittlerweile öfter mal Pakete vom Toy Store Smiths. Ja, Smiths versendet auch Figuren. Ja, und viele haben mich dann gefragt, wenn ich mal erwähnt habe, dass ich die Figur von Smiths habe. Ja, wie verpacken sie denn? Sehen die Verpackungen denn für uns Sammler würdig aus? Das wollte ich euch mal zeigen, denn ich habe auch noch ein Paket bekommen gerade. Und das wollte ich mal auspacken, damit ihr mal seht. Ja, so wird es verpackt. So, ja. Damit ihr mal seht, dass es sich wirklich lohnt, bei Smith zu kaufen. Und ich bin da sehr zufrieden mit. Ich habe jetzt schon einige Male da bestellt, weil sie haben mittlerweile auch da Masterverse-Figuren im Angebot, im Laden, aber auch online. So, auf damit. So, dann packe ich das jetzt mal aus. Und so kommt das denn an. Oh, so. Mit einer tollen Luftpolstertasche. Und was hat der Marc sich dazu kommen lassen? Ja, denn ich habe mir, ich hoffe, die haben auch den richtigen, ja, die haben auch den richtigen sogar geschickt. Hier, guckt mal. Ich habe mir den He-Man als Vintage-Kopf nochmal bestellt. Denn zurzeit haben sie diesen Vintage-Kopf He-Man für 9,99 Euro. Und sogar Battle Armor He-Man und Battle Armor Skeletor alias Zauberrüstung He-Man und Zauberrüstung Skeletor gibt es da für 7,90 Euro, glaube ich. Ich hoffe mal, ich weiß nicht, ob diese jetzt noch aktuell sind, die Preise. Geht mal auf die Webseite des Unternehmens. Das war mal wieder unbezahlte Werbung fürs Unternehmen. So, und wie gesagt, super verpackt. Wollte ich euch nochmal gezeigt haben, damit eure Frage auch mal beantwortet ist. So, und nun zeige ich euch die Figur, die ich heute mal auspacken werde. Da freue ich mich mega drüber, denn diese Figur aus der Masterverse-Reihe stammt aus der Wave 3. Denn Scareglow ist in the house. Ja, Scareglow ist bei mir eingetroffen. Ja, da steht Scareglow noch in der Verpackung. Das ist wohl die begehrteste Figur der Revelation-Serie aus der Wave 3. Auch diese Figur bringt natürlich eine Menge Zubehör mit. Und man muss ja wirklich sagen, Scareglow ist ja in jeder Variante, jetzt auch zuletzt von Mondo, wirklich ein Hingucker. Kleine Auftritte hatte er in der Netflix Revelation-Serie. Und ich muss sagen, er wurde auch da sehr gut in Szene gesetzt. Natürlich steht auf der Seite natürlich sein Name, Scareglow. Ja, und schaut euch mal dieses Artwork hier auf der Seite an. Ja, mega cool. Und ich muss da wirklich jedes Mal staunen, was Mattel so mit den Artworks, sei es bei der Masterverse-Reihe oder auch bei den Origins, so auf den Beinen stellen kann. Ja, und wenn man sich hier dieses Artwork anschaut, man sieht förmlich, dass er mega böse ist. Ja, mega böse. Auch hier hinten der aufsteigende grüne Geist, ja, das ist schon unheimlich. Wow. Ja, und hier unten findet man noch weitere Figuren, die erhältlich sind. Hier aus der Wave 3 gibt es noch Fisto und Andra. Komischerweise sind die in Deutschland noch gar nicht aufgetaucht, im Gegensatz zu Amerika. Und hier auch noch Stinkohr und jetzt den gleich auszupackenden Scareglow. Und hier unten natürlich wieder für die europäische Version eine Menge Verbraucherinformationen. Und auch diese Figur wurde wie die anderen beiden Figuren aus der Wave 3 in Vietnam hergestellt. So, ich habe mich mittlerweile herunterbegeben zu meinem kleinen Tisch. Ja, bei einer Tasse Kaffee nochmal einen Schluck, bevor wir ihn nun auspacken. Ich muss jetzt schon sagen, klar ist diese
limitierte Version von Scareglow, die bei Mattel Creations erschienen ist, wesentlich besser von der Verpackung, ja, die war ja schon Hammer, ja, so als Buch, ja, mega coole Idee. Und vor allen Dingen, wenn man dieses Buch, das als Verpackung diente für diese Figur, aufklappte, hat Scareglow angefangen zu blinken, beziehungsweise nicht Scareglow an sich, sondern die Beleuchtung, die innerhalb des Blisters war. Mega schöne Figur, ist aber leider jetzt schon wieder fast, was ist fast, die ist schweineteuer, ja, da bezahlt er locker zwischen 130 und bei manchen deutschen Anbietern bis zu 200 Euro, also nicht sehr lukrativ. Deswegen mein Tipp nochmal, das habe ich euch damals schon mal gesagt, guckt mal bei eBay.com vorbei, ja, die amerikanische eBay-Seite, da findet ihr viele Anbieter, die es wesentlich günstiger anbieten. Und wenn man das als Zusammenrechnung mit Verpackung Zoll, ist man trotzdem günstiger, als wenn man mal bei manch anderem deutschen Anbieter sich so einen Scareglow holt. Wir kommen aber jetzt mal schnell zurück auf den normalen Scareglow, den es jetzt hoffentlich vermehrt geben wird. Ja, sieht natürlich geil aus. Ich weiß gar nicht, ob er leuchtet. Ich vermute mal, vom Kopf her wird er bestimmt leuchten. Aber das habe ich noch nicht recherchiert, muss ich zu meinem Übel sagen. Egal. Jetzt sind auch Bilder aufgetaucht. Jetzt weiß man auch, wie die Wave 4 zusammengewürfelt ist aus der Masterverse-Reihe. Da wird man nämlich finden, die Palastwachen, Teela, Merman, Wikinger He-Man und Barbaren Skeletor. Ja, das sind die Figuren, die Wave 4, die sind noch nicht erschienen. Ja, ich habe sie auch noch nirgendwo entdeckt, dass jemand sie hat. So, aufgemacht der Karton. Ja, das sieht ja schon cool aus, wenn man rausholt. Ne? So in einer Matrix-ähnlichen Pose. Ach, cool. Ja, also muss sagen, auf diese Figur habe ich mich auch sehr, sehr, sehr gefreut. Ich konnte es kaum abwarten, denn bei diesem limitierten Scareglow habe ich ihn gar nicht aus der Verpackung herausgenommen. Ja? Aber diesen kann ich gleich rausnehmen. So, auch hier natürlich das graue Gestein kennen wir ja als Hintergrund. Wir packen als erstes mal wieder Zubehör aus. Er hat natürlich seine bekannte Sense mit dabei. Ja? Sieht auch mega cool aus. Ist auch hochwertig. Das unterscheidet natürlich die Revelations zu den Origins. Die Figuren sind irgendwie cooler, ja, sind von der Aufmachung her, aber auch so, die sind auch detaillierter. Ja. Muss ich leider lassen. Er hat auch auswechselbare Hände mit dabei. Das hat ja wirklich jede Figur. Fast jede Figur. Jetzt überlege ich gerade mal, welche Revelations-Figur keine auswechselbare Hände dabei hatte. Oh, das waren, glaube ich, alle. Ja, korrigiert mich, falls ich da was Blödsinn rede, aber vom Gefühl her, ja, waren es wirklich alle. So, mal schnell befreit hier. Auch er ist natürlich an den Füßen fixiert mit einem Gummiband. So, aber nicht mehr lange. Auch an den Armen sehe ich. Da habe ich mich eben so gefreut, ihn zu bekommen. Der war auch ratzeputzschnell weg bei Amazon und bei, ich glaube, Smith hat ihn noch gar nicht mal angeboten gehabt. Moment. So. Auch er hat was Tolles, da komme ich jetzt gleich drauf zu sprechen. Sein Kopf wird leuchten, sehe ich jetzt schon, weil sehe ich schon, dass der Kopf ist so in diesem Dark in the Glow Material. So. Er hat genauso wie Skeletor, als erstes schon mal ein kleines, ein kleiner Spoiler, ja, er hat diesen tollen Stoffumhang, ja, nicht so einen Umhang wie zum Beispiel Scareglow aus der Origins Line, der hatte einen Weichgummi-Umhang, dieser Umhang ist hier aus Stoff. Toll, super. Ich hoffe mal, der zerfrisst sich nicht in vielen Jahrzehnten. Aber das erlebe ich vielleicht auch gar nicht mehr, weil ich dann tot bin. Das gucke ich mir erstmal an, den guten Mann. Ja, schön. Er hat natürlich, man kann den Oberkörper hier vor und zurück bewegen, wie bei all den Origins. Er hat auch den gleichen Oberkörper wie alle männlichen Revelations-Figuren, ja, oder Masterverse-Figuren. Also
Er hat natürlich auch so einen kleineren Kopf. Das ist auch ein bisschen so der Nachteil, das habe ich euch schon mal in einer Review gesagt zur Masterverse-Reihe. Die haben alle so kleine Schrumpfköpfe. Ja, man hätte die Köpfe ein wenig größer machen sollen, so wie bei den Origins, und schon wäre die Figur noch perfekter. Aber man kann auch den Kopf natürlich abnehmen. Dann kann man natürlich auch den Umhang abnehmen. Also erstmal hier dieses kleine Cape. Dann natürlich auch hier seinen Umhang. Geht natürlich locker. Man kann... Ach, einen kleinen Schwung hat der. Sieht er? Einen kleinen, minimalen Schwung. Ja, cool. Man kann leider nichts mehr abnehmen. Schön bemalt, muss ich lassen. Ist sehr schöne Bemalung. Cool, cool, cool. Der Skerglo macht schon, sehe ich schon, der macht richtig schön Freude. Ich gucke gerade mal, habe ich hier einen Skerglo bereit? Guck mal, ich habe hier zufällig einen Skerglo, da habe ich schon mal vorbereitet. Guck mal, das ist der Kopf von Skerglo aus der Origins Line. So. Wir wollen mal gucken, vielleicht sieht das doch viel cooler aus, wenn man ihn hier drauf befestigt. So. Ja, jetzt ohne Scheiß. Der müsste nur minimal kleiner sein. Ja, minimal kleiner. Dann würde der schon cooler aussehen als dieser kleine Schrumpfkopf. Ja. Ich weiß nicht, warum Mattel den Figuren so kleine Schrumpfköpfe gibt. Aber es wird bestimmt einen Grund haben. Aber er sieht trotzdem nicht minder interessanter aus. Cool. Auch hier die Gliedmaßen lassen sich natürlich hier auch verbiegen. Ja. Jo. Hier kann auch hier nach links und nach rechts kann er sich bewegen. Also wie gesagt, habe ich auch schon mal erzählt, für Leute, die gerade solche Actionfotografie mit Actionfiguren machen, da eignen sich diese Figuren allemal. Da kann man so tolle Posen machen, ja. Aber auch hier bei dem Revelations Scareglow. Auch hier, diese Kralle, hier diese Finger, ne? Guckt euch den mal an. Und ich finde es sehr angenehm, dass er nicht so große Hände hat wie zum Beispiel He-Man oder Savage He-Man. Ja? Der hat ja auch große Pranken gehabt. Das habe ich euch schon mal erzählt. Kann man aber, falls jemand darauf steht, dass jemand große Pranken haben soll, kann man natürlich auch hier die auswechselbare Hände nehmen. Denn auch eine Hand ist prankenmäßig. Ja, Moment. Diese Pranke hier, ja. Die Pranke des Tiefschlags. So. So. Jo. Moment, so geht das denn. Jo, checkt alle. Checkt euch mal. Chillt euch. Jo, jo. Cool. Mega geil. Es ist, die Figur ist schon atemberaubend, ja. Zum Verlieben auf alle Fälle. Wir gucken mal vom Stand her. Wie ist der Stand eigentlich beim Stand? Fragte ich den Verkäufer am Stand. Und der war am Strand. Brisant. So, genug gerimt. Ich kann so schlechte Reime machen, ja. Also ich wäre auch so ein Orko mit schlechten Reimen. Hier, der Stand ist schon mal, das kommt jetzt wieder so eine Fizzelsarbeit. Jetzt muss man wieder ordentlich hier justieren. Ich hatte auch dieses Problem mit dem Stand bei, wen hatte ich denn da gehabt? Vor kurzem, die Figur, ach, das war Stinkohr, ja. Stinkohr wollte auch nicht sofort stehen, da musste man wirklich hier arbeiten, bis diese Figur steht. Also Stand ist hier schon mal kacki. So, ja. Wie gesagt, man muss wirklich ein bisschen justieren die Beine und dann steht er wie eine Eins. Ja, und hier daneben, Moment, du machst dann den Skerglo. Der ist auch geil von den Origins. Ich kann jetzt nicht sagen, welche Figur geiler ist. Könnt ihr mir vielleicht unten in die Kommentare reinschreiben, welche Figur ist besser? Hier der Revelation Scareglow oder doch der Origin Scareglow. Ich kann es euch nicht mit bestem oder beim besten Willen sagen. Aber ich kann auch mal, was ich sagen kann, ist, ich nehme mal kurz die eine Hand. Was ist
diese Hand doch, ne? Moment, da kann man noch Kostas hier seine Sense kann man ihm noch mal in die Hände geben. Da sieht es ja noch besser aus. Da sieht er ja noch bedrohlicher aus. Aber dann ist auch Sense. Kennt ihr noch? Damals die Eltern, ne? Ihr dürft noch Wetten, das gucken, aber dann ist Sense. Dann geht's ab ins Bett. Gepischipupp die Treppe rum. So. So sagte man das damals bei uns, bei der Familie. So sieht man das. So. Da steht er mit der Sense. Mega geil. Wirklich mega geil. Die Bemalung sehe ich schon hier. Daumen hoch. Sehr gut gemacht. Wirklich. Und wie gesagt, er wird sehr wahrscheinlich auch leuchten, was ich jetzt leider nicht zeigen kann. Aber ich vermute mal, er kann leuchten. Ja, könnt, wie gesagt, schreibt mir unten in die Kommentare rein, ob er wirklich leuchtet. Ob es wirklich eine Leuchte ist. Ja. Gut. Dann möchte ich das heutige Unboxing mit Scareglow von der Masterverse-Reihe beenden. Und wie man sieht, ich habe ihn zweimal. Da war ich inkonsequent. Ich habe mir bewusst zweimal den Scareglow geholt, weil ich Scareglow cool finde. Weil ihn wollte ich zweimal haben. Den einen lasse ich wirklich ausgepackt, werde ich schön drapieren bei mir im Regal, weil sowas ist, sowas muss ausgepackt sein. Und den anderen wird natürlich sehr schön fein, säuberlich im anderen Regal einsortiert. Ja, ihr wisst ja, ich möchte mir von der Masterverse-Reihe nicht unbedingt zwei Verpackungen kaufen, ja, zwei Figuren. Nein, möchte ich nicht. Da halte ich mich strikt eigentlich daran, dass ich nur einen zum Auspacken hole. Ja, ich war da mal, bin ich ja mal eingeknickt bei He-Man und Skeletor, aber auch bei Savage He-Man samt Orko und jetzt auch Scareglow. Ja, es gibt ab und zu mal vielleicht kleine Ausreißer. Wenn ich eine Figur super mega geil finde, dann hole ich sie mir auch zweimal. So. Der Kaffee schmeckt heute besonders gut. Ludwig war eben kurz hier. Dann habe ich ihn kurz verwiesen, weil ich kurz ein bisschen aufbauen musste. Und dann ist er wie ein zickiges Kind, ist in sein Bettchen gegangen. Hat mal kurz zurückgeguckt. Und dann arrogant, wie ich das denn so privat mache, ja, arrogant ins Bett gestiefelt. Und ich konnte seine Gedanken spüren, wo ich hörte, ja, pack die Scheißfigur doch selber aus. Sorg doch selber für Klickzahlen. Ach, er hat nur gesagt, wow, wow. Der redet natürlich nicht mit mir Deutsch. Er redet mit mir in einer Wow-Wow-Sprache, ja. So, bis zum nächsten Mal. Bleibt auf alle Fälle weiterhin sammelwütig. Und holt euch diese Figur, es lohnt sich.